und im Görlitzer Park 6 Stunden lang eine Razzia statt. 90 BeamtInnen wurden dafür abgestellt, nur schwarze Menschen im Park zu kontrollieren. Als Ergebnis wurden Menschen verletzt. Aber vor allem wurden schwarze Menschen und People of Color schikaniert. Schwarze Menschen rund um den Park wurden gewalttätig kontrolliert. Viele von ihnen sind willkürlich auf den Boden geworfen und mit Handschellen fixiert worden, nur weil sie schwarz sind. Vor 2 Tagen das gleiche Szenario. Zwischen 13 und 19 Uhr sind 80 Beamte im Einsatz. Es werden 19 Platzverweise erteilt, 6 Menschen festgenommen und Hausdurchsuchungen durchgeführt. Die Presse schreibt, im Görlitzer Park sei Gewalt an der Tagesordnung. Die Menschen in Angst. Wir fragen uns, wie kann es sein, dass der Park trotzdem Tag und Nacht voll ist mit Menschen? Die Gewalt, die im Görlitzer Park am kontinuierlichsten ausgeübt wird, ist die der Polizei. Das Prinzip ist immer das gleiche. Verleumdung und Kriminalisierung durch Politik und Öffentlichkeit, gefolgt von prügelnder Polizei. In Berlin und anderen europäischen Städten bilden Kontrollen, Durchsuchungen, Kameras, Pfefferspray, Gewalt und in Gewahrsamnahmen die Zuspitzung rassistischer Polizeigewalt. MigrantInnen und Afrodeutsche, Türken und Araber, Geflüchtete, Roma und andere, die die Staatsgewalt als nicht deutsch und damals besonders verdächtig erklärt, werden häufig Opfer polizeilicher Misshandlung. Ständig werden in Medien, Politik, Wissenschaft und Alltag rassistische Vorstellungen wiederholt, die schwarze Menschen und People of Color in Verbindung mit Kriminalität bringen. So wird die Vorstellung erzeugt, dass diese kriminell seien und deshalb von der Polizei, dem Freund und Helfer, unhinterfragt kontrolliert werden dürfen. Dass sie dann an sogenannten kriminalitätsbelasteten Orten wie dem Görlitzer Park schwarze Menschen und People of Color gezielt zur Kontrolle herausgreift, bestätigt das absurde Bild, dass die Kontrollierten etwas verbrochen haben, weil sie ja kontrolliert werden. Es gibt hier kein Problem mit der Sicherheit. Es gibt hier ein Problem mit der Polizei. In Berlin zum Beispiel, in Neukölln und in Wedding, dann noch in Hamburg, Offenbach und Freiburg als nur wenige Beispiele. Eine rassistische Razzia von Berliner Polizeieinheiten gegen Menschen aus Afrika. Als wir dagegen protestierten, wurden die Betroffenen ganz schnell in die Wanne geschleppt und die Wanne fuhr weg. Verantwortlich für die zahlreichen rassistischen Razzien ist Innensenator Olaf Henkel.
durch. Danke. Ich verliere jetzt einen Redebeitrag von Friends for People zum EU-Migrationsregime. Spätestens mit tausenden Toten auf dem Mittelmeer ist klar, wie die Europäische Union zur Abwehr unerwünschter Migration bis zum Äußersten geht. Thank you.